In diesem Video möchte ich dir die vier Phasen mit an die Hand geben, die du als Mann durchlaufen musst, wenn du erfolgreich Frauen auf der Straße ansprechen willst, wenn du endlich mal die Dates haben möchtest und die Abenteuer erleben willst, von denen du schon lange träumst. Das Ganze machen wir hier aus dem wunderschönen München. Hier in München gibt es natürlich auch wunderschöne Frauen, die man auf der Straße ansprechen kann. Ich war die letzten Tage hier mit einem Coaching-Teilnehmer unterwegs. Wir haben auch ein sehr, sehr lustiges Video abgedreht. Du kannst mal hier oben schauen, das ist da verlinkt. Ganz wichtig, schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, weil gerade Punkt Nummer 4 ist der wichtigste Punkt. Wenn du den nicht beachtest, dann wird es auch für dich nicht funktionieren. Schreib dir das Ganze einfach mit, setze es um und ich verspreche dir, du wirst auf jeden Fall Erfolg haben. Die erste Phase ist die wichtigste Phase. Also natürlich, du musst das Gespräch erstmal richtig eröffnen. Und hier haben die meisten Männer schon ein großes Problem, weil sie denken, sie müssen das Richtige sagen. Tatsächlich kommt es nicht darauf an, was du sagst, sondern vielmehr, wie du durch deine Körpersprache ins Gespräch einsteigst. Da kannst du dir jetzt mal das ein oder andere Video von meinem Kanal anschauen, weil da erkläre ich sehr, sehr gut, wie du das Ganze umsetzen kannst, damit du auf jeden Fall überhaupt erstmal die Chance bekommst, ins Gespräch einzusteigen. Bedeutet im Klartext, dass du erstmal volle Aufmerksamkeit bekommen musst durch deine Körpersprache. Bedeutet, gehe so weit nach vorne, dass sie dich mal komplett von oben bis unten gesehen hat. Dann anlächeln, beispielsweise Sonnenbrille runternehmen. Oder, falls du Kopfhörer drin hast, diesen Move machen. Das ist so extrem wichtig, weil du dadurch einfach signalisierst, hey, ich möchte jetzt ein Gespräch führen, rein von deiner Körpersprache. Und dass dann, wenn du volle Aufmerksamkeit hast, steigst du ins Gespräch ein. Wenn du die volle Aufmerksamkeit hast, geht es natürlich jetzt auch darum, dass du die richtigen Worte findest. Tatsächlich ist es schon so, dass es auch dumme Gesprächseinstiege gibt. Das habe ich gemerkt, als ich mal verrückte Videos gedreht habe, wo wir mal ein paar Dinge ausprobiert haben. Hey. Bist du Single, würde ich fragen. Ja. Bedeutet, wenn du einen vernünftigen Gesprächseinstieg hast von dem, was du sagst, wirst du deine Chance erhöhen. Am wichtigsten ist jedoch, dass du es auf eine ruhige, entspannte Art und Weise kommunizierst, weil wir Menschen haben Spiegelneuronen. Bedeutet, wenn du super aufgeregt bist, dann wird sie auch nervös sein. Es wird eine unangenehme Situation entstehen und sie wird sich dem Gespräch entziehen wollen. Deswegen mach es ihr sehr, sehr leicht, indem du möglichst entspannt bleibst. Dieses Entspanntbleiben kommt nach der Phase der Desensibilisierung. Bedeutet, wenn du jetzt am Anfang stehst, ist es ganz normal, dass du nervös bist, wenn du eine fremde Frau ansprichst. Das ist das Normalste der Welt. Aber wichtig ist, dass du nach und nach diese Angst, diese Nervosität ablegst, indem du es einfach regelmäßig durchziehst. Ein guter Gesprächseinstieg bringt dir zu Beginn immer eine Information. Bedeutet beispielsweise, was sie arbeitet, wo sie herkommt, was sie gerade noch so treibt und so weiter und so fort. Warum? Du willst diese Information nutzen und mit dieser Information eine Connection aufbauen. Jetzt natürlich die Frage, wie baue ich denn eine solche Connection auf? Ganz einfach. Beispielsweise, du gehst ins Gespräch mit, hey du, wollt mal Hallo sagen, du hast einen coolen Style. Du kommst doch bestimmt nicht von hier. Bekommst du jetzt die Information, wo sie ursprünglich herkommt? Entweder kommt sie vielleicht wirklich aus dieser Stadt, wo du sie angesprochen hast, oder irgendwo anders her. Ist komplett egal. Wichtig ist aber, dass du jetzt diese Information nimmst und damit ein Gespräch aufbaust. Das heißt, du bekommst beispielsweise die Information, dass sie aus Berlin ist. Du hast sie aber vielleicht hier in München angesprochen. Dann könntest du jetzt die Information nehmen und überlegen, was kann ich persönlich jetzt mit Berlin anfangen? Was kann ich dazu jetzt erzählen? Wie kann ich eine Connection aufbauen? Wie kann ich zu Beginn einen großen Redeanteil haben, damit ich hier verdeutliche über meine Kommunikation und Subkommunikation, dass ich ein vernünftiger, cooler, intelligenter Typ bin? Beispiel, Berlin. Ach cool, naja lustig, ich war ja vor kurzem auch erst in Berlin gewesen. Muss aber sagen, ist jetzt nicht so meine Stadt. Ja, ich bin ab und zu mal da wegen ein paar Freunden, aber bin auch froh, wenn ich wieder hier zurück in München bin, weil ja, irgendwie ist es hier ein bisschen entspannter. Ist einfach mehr mein Vibe. Aber sag mal, was hat dich denn nach München verschlagen? Ganz einfach, mehr muss es gar nicht sein. So, du gibst ein paar Informationen von dir, nämlich, dass du Freunde in Berlin hast, dass du auch ab und zu mal da warst und stellst gleichzeitig eine Frage. Das heißt, du bekommst eine neue Information. Sie wird dir erzählen, was sie hier macht, beispielsweise, dass sie hier zum Shoppen ist, dass sie Freunde besucht, dass sie vielleicht hier studiert, hierher gezogen ist, was auch immer. Du bekommst auf jeden Fall ein neues Themenfeld, mit dem du wieder arbeiten kannst. Beispielsweise sagt sie, studiert hier, dann könntest du das Thema Studium eröffnen. Ne? Beispielsweise könntest du erzählen, was du früher mal studiert hast oder gerade studierst. Du könntest fragen, was sie gerade genau studiert, hast dann wieder eine neue Information, mit der du arbeiten kannst. Und so kannst du dich nach und nach vorne arbeiten. In der Phase 2 geht es primär eigentlich nur darum, Gemeinsamkeiten zu finden und einen kleinen, normalen Smalltalk zu führen, um einfach eine angenehme Atmosphäre zu erschaffen und vor allem eine Connection herzustellen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Männer in Phase 2 hängen bleiben und die dritte Phase komplett überspringen. Bedeutet, sie haben nur ein sachliches, rationales Gespräch mit einer Frau, sie schaffen es aber nicht, einen flirty Vibe aufzubauen.
Und dementsprechend kommt auch meistens nichts dabei rum. Selbst wenn sie eine Nummer bekommen, landen die Frauen dann nicht auf einem Date. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du die Phase 3 beachtest. Die Phase 3 ist, dass du jetzt nicht nur ein Gespräch hast, sondern wirklich einen Flirt aufbaust. Und ein guter Flirt besteht aus 4 Elementen. Das ist zum einen mal, dass du eine Connection aufbaust. Zweiten Punkt, dass du Spaß hast. Dritten Punkt, dass du mal frech bist. Und der vierte Punkt, dass du auch eine gewisse sexuelle Spannung aufbaust. So gerade Punkt 2, 3 und 4 gehören in die Phase 3 mit rein. Bedeutet, es ist wichtig, hier und da mal einen kleinen Spaß zu machen. Das müssen jetzt keine Rückwärtssaltos sein. Aber wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, eine gute Vorlage, dann hau doch mal einen frechen Spruch raus oder mach einen kleinen Spaß auf ihre Kosten. Frauen lieben es, durch den Kakao gezogen zu werden. Das ist tatsächlich super simpel zu erklären, weil gerade wenn es ums Thema Dating geht, ist es so, dass Frauen immer nach oben schauen. Bedeutet, sie braucht einen Mann, zu dem sie aufschauen kann und nicht einen, zu dem sie herabschaut. Gerade dann, wenn du dir herausnimmst, auch mal frech zu sein, signalisierst du Überstellung. Ja, aber das Ganze ist tatsächlich super einfach anzuwenden. Das kannst du übrigens auch üben mit einer Übung aus dem Kommunikationstraining. Du kannst das genauso machen wie bei Phase 2, dass du einfach die Informationen, die du nimmst, verwertest und frech bist. Beispielsweise, wenn sie aus Berlin ist und sie ist jetzt gerade in München, dann könntest du sowas sagen wie, ach, okay, alles klar, da hast du wahrscheinlich die letzten Tage zu viel Party in KitKat gemacht und dachtest dir, jetzt gehe ich mal ein bisschen im englischen Garten chillen, damit ich mal wieder runterkomme. So eine kleine freche Bemerkung wird das Gespräch auf ein ganz neues Level bringen und du wirst sehen, sie wird sich zu dir hingezogen fühlen. Und in Phase 3 ist natürlich auch der Flirty Vibe sehr, sehr wichtig. Klar, über das Frechsein kannst du das schon sehr gut erschaffen. Aber diese sexuelle Spannung, dieser Flirty Vibe entsteht meistens durch deine Subkommunikation. Bedeutet, schaffst du es ihr auch mal länger in die Augen zu schauen und nichts zu sagen? Gerade diese Pausen, die es ab und zu mal im Gespräch gibt, wo man sich einfach nur in die Augen schaut, sie mal anlächelt, vielleicht noch eine kleine freche Bemerkung macht. Das sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt und die den Flirt richtig gut machen werden. Gerade in dieser Phase wird sich entscheiden, ob sich die Frau wieder mit dir auf einem Date treffen möchte oder nicht, weil sie es dann eben fühlt. Oder eben nicht. Und eine Frau stellt sich immer die Frage, wie fühlt sich ein Date mit diesem Mann an? Wie könnte ein Leben mit diesem Mann aussehen? Und deswegen ist es so wichtig, dass du gerade beim Erstkontakt ein paar dieser Kleinigkeiten mit hineinbringst. Jetzt kommen wir in Phase 4. Du hast die ersten 3 Phasen sehr erfolgreich durchlaufen. Du hattest ein gutes Gespräch. Sie hat Gegenfragen gestellt, die also auch signalisiert, dass grundlegendes Interesse besteht. Jetzt geht es darum, natürlich das Gespräch erfolgreich zu beenden. Und hier scheitern tatsächlich leider sehr, sehr viele Männer. Sie machen sich die ersten 3 Phasen komplett kaputt, die sie am Anfang gut durchlaufen haben, weil sie sich beispielsweise nicht trauen, einfach mal auszusprechen, hey, wenn du Lust hast, wir können ja in Kontakt bleiben und einfach mal Nummern austauschen oder mal was zusammen machen. Bedeutet gerade dieses sich trauen ist mal der erste wichtige Schritt, weil du wirst feststellen, selbst wenn das Gespräch nicht optimal lief, ist es so, dass du viel häufiger eine Nummer, vielleicht sogar ein Date bekommst, als du es jetzt denkst. Heißt, sprich es auf jeden Fall immer aus, auch wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt nicht passend. Es war jetzt nicht so wirklich das Interesse von der Frau da. Selbst wenn du dir eine schlechte Nummer holst, ist es so, dass wenn du 10 schlechte Nummern hast, daraus tatsächlich auch ein Date entstehen kann. Bedeutet für dich, übe es einfach. Mache es dir zur Gewohnheit, dass du es immer und immer wieder über die Lippen bringst, wenn du eine Frau ansprichst, dass du am Ende dann sagst, hey, wenn du Lust hast, wir können ja in Kontakt bleiben. Oder wir können ja X, Y, Z mal zusammen machen. So, natürlich geht es dann auch darum, das Ganze auf eine möglichst elegante Art und Weise zu gestalten. Bedeutet, mache es Step für Step. Du könntest am Anfang erstmal sehr, sehr smooth die Nummer holen, indem du einfach sowas sagst wie, hey, ich muss jetzt weiter, aber wenn du Lust hast, wir können ja in Kontakt bleiben. Dieses in Kontakt bleiben ist erstmal etwas sehr, sehr Sanftes. Wenn das Gespräch gut gelaufen ist, werden die meisten Frauen nichts dagegen haben. Du könntest es theoretisch sogar noch besser formulieren, indem du einfach sowas sagst wie, hey, du, wenn nichts dagegen spricht, dann können wir ja in Kontakt bleiben. Weil dieses, wenn nichts dagegen spricht, ist eine nein-orientierte Frage. Wir neigen zu so einer Frage rein psychologisch auch dazu, Nein zu sagen. Also eine nein-orientierte Frage fordert praktisch ein Nein heraus. Bedeutet, wenn du jetzt fragst, hey, spricht was dagegen, dass wir Nummern austauschen oder dass wir in Kontakt bleiben und sie dann sagt, nee, eigentlich spricht nichts dagegen, ist es ja etwas sehr, sehr Gutes für dich. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wenn sie grundlegend nichts dagegen hat, in Kontakt zu bleiben, kannst du jetzt natürlich auch herausfinden, wann hat sie denn mal frei für ein Date. Frag doch einfach, hey, cool, sag mal, wie lange arbeitest du denn eigentlich immer unter der Woche? Sie würde dann sagen, dass sie beispielsweise bis 17 Uhr arbeitet und du könntest jetzt wieder rückführend auf irgendwas, was im Gespräch stattgefunden hat, einen Date-Vorschlag machen. Vielleicht hast du ihr von irgendeiner interessanten Bar erzählt, die es in dieser Stadt gibt. Oder von dem einen Ort, wo du gerne mal einen Spaziergang machst. Oder von dem einen Café, wo du gerne mal entspannt nach der Arbeit chillst.
Ja, beispielsweise könntest du jetzt einfach sowas sagen wie, hey, cool, ey, wenn du Bock hast, ich habe dir doch vorhin von diesem Café erzählt, kommen wir doch nach der Arbeit uns mal zusammen, hast du Lust drauf? Ja, das heißt, im ersten Moment hast du es erstmal sehr smooth gemacht, dass du dir das Ja geholt hast, also das Commitment zu, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Und jetzt natürlich versuchst du auch das Commitment zu bekommen, dass sie dich wiedersehen möchte. Hier in diesem Moment wirst du jetzt abchecken können, ob es eine wertvolle Nummer war oder eine etwas weniger wertvolle Nummer. Weil wenn sie jetzt anfängt rumzueiern, Ausreden zu erfinden oder vielleicht auch klar sagt, hey du, also eigentlich will ich dich gar nicht wiedersehen, dann sparst du dir im Folgenden natürlich den ganzen Aufwand, ein Gespräch über den Chat noch weiterzuführen und ein Date über den Chat auszumachen. Du wirst aber feststellen, wenn das Gespräch gut lief, dass die wenigsten Frauen etwas dagegen haben werden, dich wiederzusehen. Ganz im Gegenteil, im besten Fall wollen sie dich unbedingt wiedersehen und das sollte auch dein Anspruch sein. Ja, bedeutet, versuche immer das Gespräch so gut zu eröffnen und so gut ins Laufen zu bringen, dass du wirklich einen wertvollen Kontakt gewinnst und nicht nur eine wertlose Nummer sammelst. Im besten Fall ist das so, dass die Frau so begeistert ist von dir, dass sie dich auf jeden Fall wiedersehen möchte. Und da gehören ein paar Kleinigkeiten dazu, aber wie gesagt, man muss auch keine Rückwärtssaltos machen. Das Allerwichtigste ist mal in die Aktion zu kommen, heißt rauszugehen, Frauen aktiv anzusprechen, weil du wirst mit jedem Gespräch besser werden. Du wirst ruhiger werden, du wirst es immer mehr schaffen, mal eine freche Würze, ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Und du wirst natürlich auch Frauen finden, die genau auf so einen Typen wie dich gewartet haben. Ich weiß, das ist gerade am Anfang nicht so einfach, mal die Ansprechangst zu besiegen und in die Aktion zu kommen. Deswegen, wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Ja, ich habe das für viele Kunden schon gelöst, ob das jetzt hier in München war, in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Wien, Zürich, wo auch immer. Es ist komplett egal, wo du herkommst. Es funktioniert für alle gleich. Wir müssen ein paar Steps durchlaufen, müssen ein paar Dinge verbessern. Und dann wirst du feststellen, wirst du immer und überall hübsche Frauen kennenlernen können. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann trag dich mal ein hier unter dem Video. Da ist ein Link für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Da quatschen wir mal kurz über deine aktuelle Situation. Ich gebe dir schon mal ein paar Ratschläge mit an die Hand, die du gleich umsetzen kannst. Und ich erkläre dir natürlich auch gerne, wie eine Ausbildung mit mir zusammen aussehen kann. Und dann wirst du sehen, haben wir das Thema in ein paar Wochen gelöst und du wirst Dates ohne Ende haben. Ansonsten lass dem Video gerne noch ein Gefällt mir da. Kommentier du mir mal, in welcher Phase du dich gerade befindest. Und vor allem, teil das Video auf jeden Fall mit jemandem, der noch nicht den Erfolg bei Frauen hat, den er sich wünscht. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Bye, bye.